Schauen wir das nächste Video an von Papa Platte. Ich habe mich auf 10.000 Meter Höhe eingestuhlt. Okay. Ich glaube, so eine Airline, wenn du jetzt, keine Ahnung, von hier nach Amsterdam fliegst, was ist denn die normale Flughöhe? 12.000, Chat? 12.000, das müsste schon so, ich glaube, da fliegen so die Linienflugzeuge einfach, oder? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Ach du Scheiße, das ist es? Holy shit. Das wird irgendwas mit Red Bull sein. Bro, ich weiß gar nicht, ob ihr das checkt, ne? Aber ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt machen, wo wir hinfahren. Ich musste irgendwas sein, Bro, dass ich damit cool bin, wenn ich sterbe, basically. Also for real, kein Gag. Du musstest das auch unterschreiben, oder? Ich hab's nicht durchgelesen, ich hab's einfach unterschrieben. Da stand drin, dass wenn du stirbst, dann ist es nicht Revis Schuld. Echt jetzt? So, das ist nicht Revis Schuld? Ja, okay. Stand genauso drin. Spaß beiseite, Freunde, wir sind eingeladen von Revi zu einer Red Bull Game Show. Du weißt auch gar nichts, oder? Nee, ich weiß nur, wir mussten ausfüllen, mit was wir gar nicht cool sind. Was hast du da ausgefüllt? Nichts, also da wurde... Also wir werden um 7.30 Uhr aus dem Chat. Rumatra, so ein Giga-Chat. Einfach ne... Guck mal, du siehst aber auch nochmal in seinem Blick an. Du siehst in seinem Blick, der ist ein eiskalter Killer. Also Flesk hat sich damals wirklich mit dem Falschen angelegt. Und ich weiß, Flesk denkt sich so, oh Gott, wann hört es endlich auf? Gar nicht. Mir tut es wirklich leid, weil Rumatra einfach so eiskalt ist. Und dann werden uns die Augen verbunden, habe ich gelesen. Stand im Briefing. Okay, ich habe gar kein Briefing bekommen, chill. Ich weiß gar nicht, ob Baby überhaupt weiß, dass ich komme. Just was... Cool. Wir sind heute in Salzburg und alles, wovor Rumatra Angst hat, ist, dass wir jetzt was Scharfes essen könnten. Ja, Mann, Bro, das wird wahrscheinlich das Schlimmste sein, was jetzt passiert. Krokodilhoden. Willst du einen Krokodilhoden essen? Nein. Willst du meinen Hoden essen? Den würde ich so schlabbern, Alter. Bro, sag ehrlich, von 1 bis 10, wie crazy wird's heute? Boah, schon 9. Was? Bro, oh, es ist Real Talk mit 9. Also es ist so extrem werde ich nie wieder irgendwas in eurem Leben machen. Was? Müssen wir eine Runde Clash Royale spielen mit Trimax zusammen? Ja. Oh Everybody! Can you feel the groove? Das ist der Albtraum. Wir steigen jetzt ein, okay? Und mir fallen die ganzen Sass-Konversationen bei Kevin im Vlog gar nicht mehr auf. Es geht rein und auch wieder raus. Mir fällt es gar nicht. Ich habe schon längst in Kauf genommen, dass Kevin und seine gesamte Crew sich wahrscheinlich abends richtig gern lieb haben. Unter einer Decke, zu dritt oder zu viert, nackt ein bisschen Spaß haben. Ist auch fein für mich. Bro, ist es euer fucking alles gut. Hat irgendeiner ganz dumm gefragt, Angst, bewusstlos zu werden? Ja, so G-kräftemäßig, Digga. Fändest du geil, muss ich sagen. Okay, Roman, ist alles okay mit dir, Digga? Sollen wir den Psychologen organisieren? Bro, was geht schon, aber ich fände es echt mal geil. Okay, sag uns, wie viel das Ganze heute gekostet hat. Sechsstellig. Du laberst. Na, no cap. No cap. No kissy, sechsstellig. Rumatra, du musst aufhören, no kissy zu sagen. Keiner sagt das. Hä? No kissy ist etabliert. No kissy, no cap. No kissy, no cap ist super, super drin. Dann hat uns Revi endlich raus. Bin echt zumindest. Oh, bro. Auf dem Weg haben wir noch halb das Studio auseinandergenommen. Und danach wurden unsere Augenbinden abgenommen und uns wurde endlich erklärt, was wir heute machen. Okay, Freunde, wir haben jetzt gerade die Challenge bekommen. Ich muss gegen diesen Mann da hinten, der gerade noch geschminkt wird, gleich in einem Flugzeug fliegen, während diese Stunts hier gemacht werden. Und währenddessen müssen wir einen Mobile-Game super spielen. Cool. Marius, das ist eine absolut extrem beschissene Idee. Das ist voll die gute Idee. Ey, das ist aber super cool, Mann. Ich würde auch zu gerne mal in dem Düsen-Chat mitfliegen. So, wer schon von euch schon mal geflogen ist, der weiß ja, so abheben ist mal ein cooler Moment so im Passagierflugzeug und dann Landung ist halt nur der Aufprall. Aber ich glaube, im Düsen-Chat ist alles anders. So, wenn diese G-Kräfte mal kicken, wenn du gar nicht weißt, deine Organe werden so reingedrückt und du kannst gar nicht mehr richtig atmen und du hockst da drin und denkst so, holy shit, was passiert hier? Ich finde auch so schon Düsenjets einfach interessant. Ich würde es ehrlich gerne machen. Das Ganze wird von niemandem Geringeres gemacht als Dario Costa, der unter anderem das hier gemacht hat. Dementsprechend völlig unbeeindruckt. Ich bin durch, ich bin angekommen, yo. Dementsprechend bin ich extrem aufgeregt. Rumatra, wie ist bei dir? Ey, so langsam ist gut aufgeregt auf jeden Fall. Du fliegst als erstes. Mhm. Bitte kotz mir nicht in dieses Flugzeug rein. Boah, ist so cool, Mann. Okay, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Ach du Scheiße, das ist es? Oh mein Gott. Holy shit. That's a really nice play, man. Is it the same one Bro, die Kamera ist echt fleckig. Ey, jetzt hat es einer im Chat geschrieben, mir ist es nicht aufgefallen. Jetzt ist es wieder dieses Ding. Wisst ihr, wenn man auch so einen hohen Ton mal überhört hat, einer macht einen drauf aufmerksam, dann wirst du es nicht mehr los. Jetzt sehe ich diese Flecken die ganze Zeit auch. Und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, merken das vielleicht noch viele andere, denen es auch gar nicht aufgefallen ist. Through the tunnel? No, that's a single seat, this is a two seat. This is for training, uh-huh, mainly, or for passenger rides, like the one we are gonna do together. Well, Nigel, das ist eine once in a lifetime opportunity, yeah, ne? 100%. Ich bin krank aufgeregt, aber Bro, was macht man das? Das kann man nicht einfach buchen bei Jochen Schweizer. Bro, er hat uns gerade noch so Atemübungen gezeigt, die wir machen müssen, wenn er die G's pullt.
Ich wünsche viel Glück, Digga. Oh, so oh mein cool, Gott. Hä? Tell me again your name. Mein Name ist Wieland Welt. Just call me Wieland. Wieland. Er sagt komplett Vorname, Nachname, Größe, Körpergewicht, Geburtsort, Nummer des Personalausweis ausgestellt, angültig. Guck dir mal die Larrys an da. Oh shit. Oh Scheiße, Digga. Ich werde doch Romatra so dumm aufgeregt. Oh, das ist übel cool. Wait, gehen wir jetzt essen, während er fliegt? Ja. Dieser Moment, wenn es so überkippt und dein Magen prallt quasi auf deinen Hals. Okay, das stelle ich mir aber ehrlich ungechillt vor. Ja, je mehr ich jetzt esse, desto mehr kotze ich gleich aus. Ich ja, natürlich. So in dieses Flugzeug dumm. Ist ja dumm. Everything good, Wieland? I'm trying to calm down. You know the feeling when your hands are a little shaky? Natürlich, Papa. Ja, ist normal. Oh shit, Romatra hat's überlebt, Freunde. He made it. Content auf seinem Channel geben. Oh Mann, ey, da hatte ich echt schon Angst. Ach du Scheiße, oh nein, der sieht durch. Komplett fertig aus. Der hängt komplett durch, ja. Der Arme. Ja, Hero. Alter, er sieht so am Arsch aus, what the fuck? Hast du gekotzt? Nein, nein. Bist du outgepasst? Aber was? Boah, G-Hustler. Krass, Alter. Ey, Romatra ist einfach anders. Romatra ist einfach anders. Und da finde ich's auch von Max krass, dass er Romatra so oft flamed. Ich finde, ich gehe sogar schon so weit, dass wir ein Boxmatch zwischen Trimax und Romatra mal haben können. Und ich glaube, Romatra prügelt Max Windel weich. Ich bin mir sicher. Der hat ein krankes Mindset. Der sitzt da drin, der kotzt nicht, der passt nicht out. Der sitzt einfach da und denkt so, ja, okay, es passiert so. Ich habe irgendwie das Gefühl, fürs Video wäre es jetzt der bessere Play, wenn ich aufgeregt wäre. Aber irgendwie bin ich einfach voll gechillt gerade. Er ist turbo dumm, vor allem, weil er gegessen hat, hä? Das ist doch cool, ey. Krieg noch deinen Schluck und dann rein mit dir, komm. Tornado, sehr schön. Und da war es nicht mehr cool. Ich hätte gar nichts gemacht. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Ey. Wo. Bist du ready, Bro? Wir können. Let's go. Ciao. Viel Spaß. Letzte Worte für den Vlog. Danke fürs Einschalten, falls ich nicht überlebe. Der wird safe kotzen. Perfekt, geile Worte, Digga. Digga, mir geht gerade richtig der Puls, Alter. Okay, Miguel, wenn ich sterbe, dann machst du den YouTube-Channel weiter, ja? Easy. Okay, nice. Oh. Miguel soll erstmal die Linse sauber machen. Oh mein Gott. Das ist nicht gemeint, schon bei ihm so losgeht. The first maneuver, I'm gonna go inverted flight, upside down. Ja, okay. Well done. Oh my God, we got it? Yes. Let's go. That was so sick. Oh my God. Wie? Also, entweder Miguel hat wirklich großzügig ausgeschnitten oder er hat es geschafft. Er hat's einfach geschafft. Oh, smooth landing. Insane. Da kommt der Junge. Okay. Bro. Okay, insane. Shit. Bro, es okay. War übersick. Das war Respekt. Eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Als wir fertig waren, ich habe einfach locker 2 Minuten durchgegrinst. Oh mein Gott, let's go. Let's go where? Again. Good job, man. Good job, you. Bro, das war no joke, so sick. Ehrlich cool, hä? So geil, dass wir das einfach filmen können. Ich kann mir das nochmal in 5 Jahren angucken. Es ist so fucking corny, aber es ist so cool. Es ist das Beste, was ich jemals mir hätte vorstellen können als Job. Digga, die Jungs, Alter, auch geil. Ey, wenn ich irgendeinen von euch ankotze, dann tut mir wirklich leid. Ey, Jungs, wirklich. Geile Opportunity, Mann. Geile Opportunity. Aber warum diese Rockmusik im Vlog? Ich meine, ich mag die Musik, ich mag die Alpha-Musik, aber man hat den Titel komplett vergessen. Der war ja noch niemals auf 10.000 Meter. Ja, nee, das gibt ein Dislike. Das ist Clickbait. Das ist Schmutz, Kevin. Das unterstützen wir nicht. Clickbait finde ich gar nicht nice. Ich als YouTuber, der seinen Titel immer nach den Videos gerichtet hat, muss ich ehrlich sagen, das ging zu weit. Allein auch Anfängerfehler auf dem Thumbnail sieht man auch wirklich, was im Video vorkommt. Das finde ich auch schon falsch einfach. Das muss ehrlich sein. Videos müssen einen irreführenden Titel haben, plus ein Bild, was damit gar nichts zu tun hat. Dann hast du ein gutes Video hochgeladen. Grüße gehen doch mal raus an Romatra und an Kevin. Krass, dass sie durchgezogen haben. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Respekt vor. So ein Flieger geht schon übel ab. Was geht dann in dem Düsenchat ab? Ich will das irgendwann mal machen. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja mal irgendwann.